So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder meine Level-Up-Aktion für euch. Startet heute um 18 Uhr der Release von Crazy Monkey. Ja? Wer es vielleicht schon mitbekommen hat, das ist der neue Kiba-Geschmack von Level Up. Und meiner Meinung nach für jeden der Kiba-Falten ein absolutes Must-Have. Passend dazu, wie bei Shiny Dragon, eine limitierte Sammlerkarte von Level Up. Das Ganze kommt mit einer riesengroßen 2-für-1-Aktion. Quasi die beste Aktion des Jahres, wie immer. Ne, spart die ganze 50%. Das Ganze mit Code XTANKY2, das ist ganz wichtig und ich kann euch das mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Ihr geht auf die Seite von Level Up, dann habt ihr hier die einzelnen Dosen, ja. Könnt euch den Warenkorb vollhauen, 2, 4, 6, 8, 10 Dosen, das ist kein Problem, ihr spart quasi immer 50%. Dann kommt ihr zum Bezahlen und kurz vorm Bezahlen könnt ihr den Code eingeben, da haut ihr XTANKY2 rein, einfach XTANKY wieder knallen, eine 2 hinter. Dann spart ihr die 50%. So, kommen wir noch zur Geschmacksempfehlung. Wie gesagt, Crazy Monkey, wie ihn der Kiba feiert. Shiny Dragon, mein Platz 1. Der wird auch definitiv ratzfatz weg sein, das kann ich euch sagen. Also, ich glaube, Crazy Monkey auch. Aber Shiny Dragon, der wird sofort weg sein, sag ich euch. Nuclear Edition, definitiv Platz 2. Unbedingt mitnehmen. Galaxy, auch absoluter All-Time Bestseller bei Level Up. Und ansonsten haben wir noch Golden Fruits, was auch ziemlich geil ist. Geht Richtung Fanta. Und ansonsten Iced Tea Passion Fruit als Beispiel. Also es gibt unfassbar viel Auswahl bei Level Up. Kurs geht raus an jeden, der mich supportet, an jeden, der meinen Code benutzt. XTANKY2 das Ganze nochmal. Viel Spaß beim heutigen Video. So, Freunde, bezüglich des YouTube-Loadouts, ihr könnt mir auch ein Loadout vorgeben, ja. Und zwar müsst ihr einfach nur alles, was quasi in Call of Duty möglich ist, das sind die einzigen Grenzen so, mehr oder weniger für euch und für mich, einfach kommentieren. Das Loadout mit den meisten Likes, das wird dann quasi von mir gespielt, also kräftig kommentieren, kräftig liken, ja, auch bei den anderen Kommentaren gucken, findet ihr da vielleicht irgendwie ein Loadout geil und haut Like drauf und dann spiele ich das, ja. Und wenn euch das ganze Format gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Like da lasst, den Kanal vielleicht auch kostenlos abonniert und auch mir was Nettes in die Kommentare schreibt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Digga, dieser verkackte Revolver, 600 Likes hat das Scheiß hinbekommen, Katastrophe. Alright, 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 okay, alright, okay. Gut. Los, zu diesem Fahrzeug. Schon gut. Digga. Dieser verkackte Revolver. Aber gut, die Pfennig ist halt sehr schnell drin, ne? Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Das Gas kommt. Bruder, wie konnte er so schnell laufen, obwohl er full stunned ist? Er wurde hier gestunned und ist von hier so rumgelaufen und war schon wieder hier. Er war einfach schneller als ich, full stunned. Bruder. Firma dankt, Kollege. Am Arsch, Digga. Mit der Waffe kannst du doch gar nichts anfangen. Ich hasse Revolver. Ich weiß doch nicht, wie die das alle angucken. 600 Likes hat das Scheiß hinbekommen. Das soll das Sniper-Skill sein. Der 357er Revolver, der hat ja sogar wenigstens wirklich einen Sniper-Scope. Aber das Ding hier ist doch kein Sniper-Scope. Boom. Das war derselbe Typ. Wieso liegt er sich die ganze Zeit hier AFK hin? Aber wenigstens ein Kill mit dem Revolver. Let's go. Macht einen Kill.
Leckt mich doch alle samt am Arsch. Was ist das für ein Kackrevolver? Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ja. Kleines Dilemma. Jetzt habe ich keine Stun-Granate für den anderen Sack da. Ich weiß nicht, wie die Leute teilweise aber nicht stunt sein können, ne? Na, unlucky. Zwei Schüsse Revolver, der ist nicht mal cracked. Richtig. Bereit machen für erneuten Einsatz. Noch 10. Fast geschafft. Bruder, der Revolver, ne? Der macht mich sauer. Der macht mich fuchsteufelswild. Digga! Ich hatte ihn doch fast, Mann! Sichtkontakt. Ich hatte ihn halt sogar fast. Diese Runde ging an den Feind, aber wir kommen wieder, um es zu helfen. Gut, wir haben eh einen Hacker in der Lobby, aber schön Magnetkugeln hat der Typ. Schade.